Hi Freunde, willkommen zurück in Borderlands 2 mit mir, dem Killerzwerg und Agustino 15, das bin ich. Und wir sind wieder auf einer Mission. Guck mal, ich habe einen neuen Freund. Au. Der hat eine Waffe fallen lassen. Vor allen Dingen, bis der mich mal angegriffen hat, ey. So, ich steig mal ein. Okay. Ich denke immer, das hier ist eine Rampe, wo es hoch geht, aber geht's nicht. Boah, da war. Warte mal, ich habe irgendwas gesehen, was cool. Da war irgendwas Großes, oder? Die sind da. So ein kleiner Bullymong ist hier. Ich glaube, da kommen wir auch nachher noch hin. Hier, die Bullymongs müssen wir auch jagen. Sollten wir unbedingt machen, mal eben. So. Wunderbar. Klappt doch ganz gut. Ja. Hey, da liegt was Blaues. Hier kannst du aufnehmen. Mal runter. Ist für ein Fahrzeug ein Skin. Ach da. Okay. So. Ach, ich sollte ja wieder einsteigen. Ach, oh, jetzt muss ich fahren. Okay, dann fahr ich mal. Aber hier sind keine Links, Bullybons. Links, links, links. Ja. Unten an der Map ist das Viereck. Da ist noch ein Bullymong. Ah! Au, au, au. Steht einfach auf dem Scope. Ein ausgewachsener. Viele müssen wir noch? Ach so, wir müssen auch die Bullymong-Haufen untersuchen. Für Haufen. Irgendwelche Haufen müssten hier sein. Die wir untersuchen müssen. Vielleicht die hier. Ja, das waren sie. Okay. Dann suchen wir mal. Ich finde keine. Ach, da hinten. Kann man die auch abknallen? Hat wohl nicht gezählt, oder? Ne, ich glaube, man muss da auch dran. Ja. Hier sind noch welche. Ne, das sind Bullymongs. Tode. Da ist noch einer. 2 von 5. 13 von 15 Bullies. Gehen wir doch mal da hoch. Wenn da noch welche sind? Ja, da ist so ein Schild, aber ich glaube, das sind die falschen Viecher. Ich glaube, das sind Skaks. Oder? Ja, sieht nach Skak aus. Ja, das sind Skaks. Da die Hundehütten. Lassen wir es verkaufen hier, ne? Ja. Hier sind gar keine Skaks gerade. Die haben Angst. Oder ist einfach zu spät, wird ja mittlerweile wieder Nacht. Naja, also wieder weg.
Da läuft ein Psycho rum, habe ich das Gefühl. Ja, sehr smart Psycho. Ah, die Waffe ist cool. Ich schieß da so Haftgranaten. Also ich muss ihn einfach nur treffen und Die Granate bleibt dann herhaften und ja, und es geht dir. dann irgendwann nach ein paar Sekunden. Hier, guck. Ach. So, ich schieß jetzt. Warte. Jetzt schieß ich. Okay. Und dann kurz nach. Hier ist noch eine Kiste. Schlauchboot. Da geht's nur hoch. Oh. Weg, 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 weg. Oh. Und mein Knarre explodiert auch noch beim Nachladen. Und ich bin in, ja, tot. Oh Mann, ich weiß jetzt Ich nicht. bin. Ich versuche zu dir durchzukommen. Ist aber schwer, die besetzen gerade hier extrem die Treppe. Ja. Ganz sauber Kopf. Willst du ihn haben? Oh, hier? Ja, nehme ich mal mit. So, dann wieder hoch. Da ist wieder eine Truhe. Granatenmotz. Nö. Wohin? Höchstens zum Verkaufen vielleicht. So. So. Gut. Hier ist noch was drin, glaube ich. Bestimmt nur ein bisschen Geld, ja. Ich hol mal unser Hi. Fahrzeug. Na, ich komme einfach mal auch rüber. Ja, und Müssen wir paar jetzt sowieso. Bullimongs noch suchen. Bullimonghaufen noch. Ja, und glaub zwei Bullimungs auch. Du kannst ja gleich geradeaus laufen durch die Holzdinger durch. Obwohl, so weit bist du noch nicht, also egal. Halt! Ich komme mit. Da ist eins. Okay. Wunderbar, 3 von 5. Hier sind bestimmt auch noch ein paar Bullymonks. Ja, bestimmt. Da Ja, kommen sie schon. ich höre sie schon. So, wunderbar. Savage Lee, was ist denn das für einer? Savage Lee rennt da rum. Dann töten wir den doch mal. Ja. Er muss nur stehen bleiben. Au. Der wird schlief. Und was Oh. hatte der? Einiges an Kohle. Mehr hatte der aber auch nicht. So, fertig. Es scheint, Bullymonks benutzen diese Haufen, um ihren Unrat loszuwerden. Das legt eine primatenartige Intelligenz nahe. Das ist es. Ich nenne sie Prima Biester. Ich bespreche das mit meinem Verleger. Jag du in der Zwischenzeit ein paar Prima Biester mit Granaten hoch, ja? Oh So wie Mann. der neue Name für dich funktioniert. Der mit seinen scheiß Missionen da immer. Wie ein Ach, das paar gibt's hier keine Prima mehr. Biester. Nee. Aber wir finden ja bestimmt sowieso bei Gelegenheit wieder welche. Ja. Ja. Nein! Aber hier unten gibt's ja auch welche, also mit Granaten hochwerfen, hochjagen. Geh. Okay, ich bin tot. Ja, nimm mich als Schutzschild. Ach, solange ich nicht weg. Und ich habe schon erlebt, wie mir ein Thresher den Arm ausgerissen hat. Verdrängte Erinnerungen, ach ja. Egal.
Müssen wir eigentlich irgendeine besondere Granate benutzen? Ich glaube einfach nur Granaten, ne? Ja, Fetzig. Sieht so aus. Ich habe keine mehr. Ich habe noch... Drei müsste ich noch. Ne, eins von drei. Eine habe ich noch. Hier liegt wieder ein Dingstar-Skin. Habe ich denn schon? Nö, dann benutze ich mal. Ja, nimm du den dann. Okay. So, ich guck mal, ob ich den jetzt hier mit einer Granate treffe gerade. Mist. War klar, dass das nichts wird. Die heißen jetzt anders, ne? Keine Ahnung. Die heißen nicht mehr Bollymonks. Wie heißen die jetzt? Musst du mal drauf achten. Vögel! Wo? 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 Da. Ach. Mit der Waffe die Vögel zu treffen ist echt... Ja. Herausforderung war das gar nicht. Schon wieder eine Herausforderung geschafft. Oh, jetzt kommen sie aber alle. Jetzt sind sie sauer. Aber angreifen tust du sie nicht. Doch jetzt. Na komm. Egal. Keine mehr da. Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Erstmal einen neuen Wagen holen und dann glaube ich, da wo wir letztens waren. Und wo gibt's einen den Wagen? Ist eigentlich beides gleich weit entfernt, also. Ich meine, hier hinten wäre etwas, um den Wagen zu bauen. Ja, aber weiter weg. Ich glaube, da hinten. Oder? Nee. Irgendwas anderes. Da waren wir gerade. Ja, wo ich, glaube zweimal abgekratzt bin. Fast. Aber ich meine, hier hinter wäre irgendwo... Ja, irgendwo da links. Über die Brücke drüber und dann... Hier zum Frostburn Canyon, okay. Ja. Ja, das sieht doch schon ganz gut aus. Ja, aber da sind wir ja dann gleich an der Mission, also braucht man keinen Wagen. Sind wir denn? Stimmt, hier ist der Eingang zu der Mission. Können wir eigentlich durchgehen? Ausgesetzt, ich finde den Weg hier gerade. Ach scheiße, der war typisch gegen feuerresistent. Der brennende Psycho aber nicht. So. Läuft gerade? Wieder? Keine Munition. Okay, so. Ups, ich hab mein Geschütz gegen deinen Kopf geworfen. Das macht nichts. Solange das Geschütz noch seinen Zweck erfüllt und nicht kaputt gegangen ist. Der Kopf ist eh schon Matsch. Bei den Sprüchen, die die... Störe Leute hier. Ups. Was jetzt passiert? Hab was in Luft gejagt. Waffe? Lass mal kurz Token einlösen. Token.
bösen. Stoßdämpfung. So. Okay. Ich würde sagen, wir können dann mit der Mission beginnen, ne? Ja, dann starte. Guck noch kurz, was da gibt. Da gibt's nichts. Okay. Außer Munition. Frostburn Canyon. Ich meine, da wären wir gestern gewesen. Da nicht. Ne? Nö. In dem Dungeon nicht. Der Firehawk muss hier irgendwo sein. Sei auf der Hut. Außer Jack wird niemand mehr gefürchtet als der Firehawk. Trotzdem, wenn ihn jemand besiegen kann, dann du. Seltsam. Der ich glaube, wir werden schon angegriffen hier. Dass die immer alle auf einmal labern müssen. Vielleicht haben sie Markierungen für ihre Verstärkung hinterlassen. Die sollten dich zum Firehawk führen. Munition aufladen. Du folgst einfach den Schreien. Granaten. Obwohl, Granatenmod vielleicht noch. Sobald meine Jungs seinen Arsch hergebracht haben, voll. Wird er für jeden getöteten Bloodshot büßen. Wir werden ihn an seinen eigenen Eingeweiden aufhängen. Lass ich dich töten. Tja, das war ein bisschen überdeutlich. So verkaufen tue ich mal. Belaste dich dein vieles Geld. Ja, ich krieg durch dich immer noch mehr Geld, also belastet es mich nicht. Hey, du Kleiner. Okay. Der ist... Also wir sind jetzt wieder im Dungeon drin. Ja. Zum Teufel mit dem ersten Gebet! Du holst den immer, wenn's vorbei ist. Ich weiß. Oh. Hab ich benötigt. Heilung. Aber der kommt ja mit der Death Trap, also. Ja. Hey. Was hier im Klo wieder ist, drin ist? Ich krieg's nicht da auf. Geht wohl erst, wenn. Da ist auch nichts drin. Was gibt's da hinten? Oh, ein. Ach so. Da war Geld drin und noch. Hier. Und Schild. Fügt Nahkampfangriffen Feuerspike-Schaden zu. Chance bei Feinden Feuerschaden zu verursachen. Das Ding ist zwar gut, aber mein Schild ist ein bisschen, weiß ich nicht, mein Schild hält mehr aus. Ja. Fügt Nahkampfangriffen Feuerspike-Schaden. Hätten wir nicht die Spezialschilde bekommen. Ja. Okay, ich bleib jetzt erstmal hier. Gucken, was oben ist. Nichts. Da unten. Sieht man schon was? Also ich sehe nichts. Oh ja, das ist jetzt mit unseren schönen, lieben Arschgesichtern. Hau ab hier. Ach, das sind wieder diese Pyros. Hm? Pyros, die nehmen keinen Feuerschaden. Oder sind resistent oder so. Der Feuerschaden haben die doch genommen, oder? Letztens. Ja, aber nicht viel. Und jetzt kommt gleich ein böser Junge. Ein richtig böser. Ja, ich nehme hier erstmal ein bisschen Kohle. Guck mal da runter, denn mit den zwei Maschinengewehr. Siehst du denn? Nee. Der Goliath? Ja. Wenn der Kopf weg ist, dann ist er richtig brutal. Komm, ich zeig kurz. Ich schieße ihm einfach mal den Kopf weg. Hm. Hat er schon seinen Kopf verloren? Weiß ich nicht. Ist das der da unten? Doch, der hat seinen Kopf verloren. Jetzt ist er richtig. Jetzt ist er ein rasender Goliath. Ja. Der geht dann so richtig ab. Da ist noch einer. Beuteschurke Goliath. So. Ach du Scheiße, der ist auch rasend. Ich verpiss mich. Ja, mach das mal. Oh, shit. Er springt ja. Wo ist er?
Ja. Okay, jetzt müssen wir aufpassen, weil wir den Kopf nicht wieder erwischen. Okay. So, der ist erledigt. Oh oh. So. Ich selbst wieder aufgehoben? Ja. Oh, da kommt wieder ein Goliath. Oh, und ich bin mal wieder. Wie immer. Oh, oh. Der Kopf ist weg. Der Kopf ist weg. Stehst du wieder? Ja. Da ist ein kleiner Zwerg. Ein Psycho-Zwerg. Schon wieder ein Killer-Zwerg. Oh. Weg. Was ist der? Ein Böser. Oh, ja. Oh, und? Was ist denn das für einer? Dummer Zwerg da. Komm, stirb. Das ist wie so ein Goblin aus Diablo, oder? Stimmt, die sehen so aus, wie diese Schatzgoblins aus Diablo und, 3. Und er hat auch ganze Zeit, wo man draufballert hat, irgendwas fallen lassen. Au. Irgendwas hat mich jetzt gerade... Vorsicht! Iridium! Rasender Goliath ja, hier im Raum. Ah. Oh, weg. Tot. Hey, da kann man... aufmachen. Wenn's aufgeht. Geht nicht auf. Doch. Holla! Was ist das denn hier? Schrot. Der Eater Splasher Basher 111. Alter Schwede. Kurz gucken. Das Ding, das peile ich. Ich nehme das da. So. Ja. Da geht's noch einiges mehr drin. Hey, wo liegt der andere? Ja, auch mal mit. Der hat auch noch so einen Kasten auf dem Buckel. Der andere, der ist, glaube ich, hier hinten gestorben. Hier hinten unten. Hier müsste der Kasten. Ne, der hatte keinen Kasten. Hier liegt also einer nicht. Hatte einen noch. Einer war ein normaler und der andere habe ich den vielleicht gefüllt. Mein auch müsste das er da oben irgendwo liegen. Da. So. Ah ja, stimmt. Ich glaube, wir haben den da oben gekillt. Nicht runterfallen. Wo liegt der denn? Hier vielleicht? Moment, ich habe von hier runter geguckt, das weiß ich noch. Ich habe von... Ne, der Kasten, der ist aber weg. Ich meine, das wäre... Schade. ...der da hinten gewesen. Schade. Kasten scheint weg zu sein. Sehr schade. Weil ich sehe ihn von hier oben auch nicht. Das war der hier, glaube ich. Hm, genau der war das. Hm. Das heißt, der... Wie schießt meine Waffe eigentlich? Hohohoho. Guck das dir mal das Ding da an. Boah. Läuft auf jeden Fall. Also damit werden wir ganze Gegnerhorden wegbashen können. Das ist eine Schrotflinte. Hat die Bloodshots längere Zeit schikaniert, aber sie haben nie zuvor einen so umfangreichen Angriff auf den Firehawk eingeleitet. Ich frage mich, warum sie sich so sicher waren. Bist die KI des Planeten, du musst das doch wissen. Hier oben ist wieder eine Kiste. Der Feuerort wird an seinen eigenen Fäkalien ersticken.
Oh. Das MG hat für 50% mehr Nahkampfschaden. Guck mal gerade. Nee, die ist schlechter als meine. Auch wenn du zuhaust. Meine explodiert schon. Aber zuhauen tue ich ja selten. Ja, ich öfters, aber ich wüsste nicht, gegen was ich die tauschen soll. Obwohl das Ding hier. So gut ist das auch wieder nicht. Verkaufen kann man. Mal mit. Was habe ich jetzt gemacht? Hast du es genommen? Ja. Ich wollte es nehmen. Achso, Moment. Ich wollte gegen die Knarre tauschen. Moment, X um, X um zu tauschen. Mach einfach Inventar und Q. Was cool, muss ich... Sobald ich das hab, ne? Einfach O, ja. Oh nein, ich glaube, Moment, das war die falsche. X die richtige jetzt. Oh Mann, scheiße. Ich sehe gerade. Ist meine andere auch darunter gefallen? Ja. Und die sehen beide gleich aus. Aber die ist. Okay, jetzt habe ich auch Nahkampfschaden. Okay. Guck mal, wie ich schlag. Nicht schlecht. Nicht mehr von oben nach unten, sondern. Genau gerade. Und Schaden macht sie auch gut. Hm? Und schieß auch über Granaten, also. Aber meine Schrode ist besser. So, Jagd auf den. Ja! Die Schrode ist geil. Oh oh, da kommt was. Großes. Spider End. Okay. Schon tot. Oh, ich bin erwischt. Von irgendeiner Spinne. Also das Gerät ist geil. Das macht ordentlich. Das hatte ich, das habe ich noch nie gefunden. Egal wie lange ich gespielt habe. Nomadenpsycho. Oh oh. Oh, die hat mit einer Truhe. Oh. Piss dich weg hier. Du blöder Psycho. Wo ist der denn? Tot. Okay. Grüne Sniper. Mal gucken. Nö, nee, meine ist besser. Ja, ich brauche das andere Ding da. MG. Wenn die Muni weg. Nimmst du mit zum Verkaufen? Sniper? Kann ich mitnehmen, ja. Die grünen. Weil ich alles mitnehmen kann. War gar nichts drin. Hm. Okay. Hier liegt noch Geld. Ja, da liegt noch einiges von Geld. $3, $4. Aber es läppert sich, dass das Geld. Wow. Bei denen muss man auf den Schwanz schießen, dann macht's so einen Crit. Oh, da liegt wieder, das habe ich schon, kannst du nehmen. An die Technical Skin, ja. Muss ich erstmal wieder was. Und nicht verkaufen, sondern benutzen. Weil das muss man benutzen, damit es freigeschaltet wird. Ja, das benutze ich jetzt auch sofort. So, Anpassungen. Eieieiei. Feuer Spider End. Ja, ich komm. Dahin. Böses so, Ding, böses Ding. Oh. Ja.
Pass auf, wenn das zu nah kommt, das macht so einen Ring um sie rum. Oh, wow, oh, wow. Oh. Jetzt tot. Und da ist. Sind noch andere Spinnen. Das sind keine Spinnen, das sind Spinnenameisen. Oder so. Gut. Okay. So. Spider-End. Ist das Heilungszeugs? Ja, ist es. Heli. Das wir führen. Ein Todesding. Frozen End Lake. Geborene Ameise. Spider End Ritter. Oh, oh, oh. Was macht der? Oh, oh, wow, oh, wow. Oh, oh. Spezialangriff. Bisschen zurückgeworfen hier. Ich hab grad gemerkt, wenn man... Oh oh, da ist wieder so einer. Das sind... Ne, ich hab bloß einer. Wenn man mit Nahkampf angreift, dann gibt's auch Badass. Ah, okay. Hier. Ich gehe mal kurz näher hin und dann... Oh, Vorsicht! Der Badass-Normale kommt. Nummer 5 lebt! Nummer 5 lebt. Hat's das jetzt bei dir gesagt, oder? Ja. Bei mir hat's ja was anderes gesagt. Okay. Also das scheint sich... Granatenmutt? Da nehme ich mal mit. So. Bumm, oh. Hat's gemacht. Burn, burn, burn. Au, au, burn, au. Baby, burn. Au, au. Oh, tot. Ich bin tot. Wo ist er tot? Gerade auf. Moment. So. Danke. Bitte. Pause tot. Was gibt's denn da oben? Oben. Da oben ist ein Zeltlager. Aber irgendwie kein wirklicher Gegner. Noch nicht. Ja, hier waren wir. Da kommen wieder welche. Schon. Nee. Da. Ah, komm, lad dich schneller nach. Ach, oh Mann, wieder tot. Komm mal schnell zu dir. Heb dich mal auf. Ja, ich muss nur einen. Ja, habe einen gekillt. Okay, super. Oh, Goliath. Ja, ich. So, weiß erledigt. Wieder nur Scheiß. Ups. Ah, Iridium. Können wir gleich wieder mehr Munition holen oder so? Ja. Nö, da geht's nicht hin. Da drüben. Was ist eigentlich dahinter? Ja, da. Da ist doch was. Ja. Oh. Wieder eine Herausforderung gemeistert. Oh oh, wieder Feuer, Spider-Dings da. So,
Schädlingsbekämpfung Herausforderung gemeistert. Ja, ich glaube, das hatte ich auch. Jetzt habe ich Schädlings da Nummer 2. Hm? Psychoklassenmod brauchen wir nicht. So, Feuer. Vorsicht. Ja. Kann man Dinger klauen. Was gibt's da drüben? Überall Spinneneier. Munition, denke ich mal, ja. Okay. Ach, ja. Kann man mit den Pilzen hier irgendwas machen? Die so schön leuchten. Keine Ahnung, was für Pilze. Magic Mushrooms. Ja, hier liegen überall Pilze rum, die so leuchten. So blau und so. Ich sehe keine Pilze. Hier. Oh. Ach da. Keine Ahnung. Das sind Spezialfliegenpilze. Ja. Oh. So. Was erst 10.000, erst 7.000 Kugeln verschossen im gesamten Spiel, kommt mir irgendwie mehr vor. Oh, keine Ahnung. Hey. Ach, wieder Iridium. Wie schön, wie schön, wie schön. Und gibt's nichts, da waren wir schon. So, ich glaube, wir sollten auch so langsam wieder gleich einen Cut machen. Ja. Sammeln noch ein bisschen. Machen wir den gleich. Okay. Huch. Sieht schön gut aus. Okay. Ja, Leute. Was im Gesicht hängen. Was? Okay, die Szene muss ich mir mal angucken. Demnächst. Okay, Leute, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und zwar morgen, wenn es wieder heißt Let's Play Borderlands 2 Together mit Killerzwerg und Legacy 015. So. Bis morgen. Tschüss. Bis morgen. Ciao.